Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und gemeinsam mit meinem Kollegen Herrn Marco Metzger darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Finanzplanung für Unternehmer, ein Feld, was Tage füllen könnte. Und wir haben uns dazu entschieden, Ihnen anhand eines Praxisfalls ein Beispiel mitzubringen, um die vernetzte Betrachtung aus der finanziellen, der wirtschaftlichen und auch der steuerlich, der rechtlichen Perspektive einzubeziehen. Wir werden es so strukturieren, dass ich den allgemeinen Teil übernehme. Was sind denn Grundlagen der Unternehmerfinanzplanung? Das aber durchaus kompakt, sodass Herr Metzger dann anhand des Praxisfalls auf konkrete Themen eingehen kann. Insgesamt ist die Idee, dass wir das im Rahmen einer Serie behandeln und Ihnen auch zukünftig immer mal wieder Themen aus der Praxis mitbringen, mal Steuerberater hinzunehmen, mal Rechtsanwälte hinzunehmen und dann eben auch das zeigen, was ja häufig als interdisziplinäre Zusammenarbeit bezeichnet wird. Die Konserve werden wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung stellen und Fragen können Sie gerne über die Funktion der Software stellen. Wir werden diese dann im Anschluss an den eigentlichen Vortrag behandeln, damit wir den zeitlichen Rahmen gut einhalten können. Wir peilen ja rund 45 Minuten an, vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht ein bisschen langsamer, aber die Zeitschiene ist die dargestellte. Also kurz zu uns, Ypos, Your Point of Strategy, mittlerweile seit dem Jahr 2022, zuerst als Leichtweiß Finanzdienstleistung, dann als Ypos Vermögensmanagement mit dem Formwechsel, also dann jetzt rund im Oktober sind es 22 Jahre und auch seit dem Jahr 2023 arbeiten Herr Metzger und ich auch schon zusammen. Von daher schließt sich da auch ein wenig der Kreis. Ypos steht für Your Point of Strategy und wir begleiten Kunden und Mandanten in allen Fragen der Vermögensstrukturierung von der strategischen Vermögensstruktur auf Anlageklassenebene über die Umsetzung, die Managerauswahl, das Investment Controlling und alle anderen Bereiche, die finanziellen Bezug haben und daher natürlich die Überleitung zur steuerlich-rechtlichen Thematik häufig gegeben, weil die Vermögensgrößen typischerweise auch gesellschaftsrechtliche Strukturen implizieren oder auch natürlich Stiftungen. Die heutige Agenda, wie wir sie uns vorgestellt haben, warum ist überhaupt die Zusammenarbeit wichtig zwischen den verschiedenen Disziplinen? Warum sollte diese nicht nur in Broschüren oder auf Online-Webseiten dargestellt werden, sondern auch in der Praxis gelebt werden? Dann ein bisschen was zum Thema Grundlagen und dann mit Marco einiges zum Praxisfall sagen, den wir auch in der Einladung skizziert hatten. Also hier geht es darum, eine Gesellschafter-Geschäftsführerin soll doch zur Aufbesserung ihrer Altersvorsorge eine weitere Immobilie kaufen und zudem hat sie ein paar Haftungsthemen und da kann dann Marco kurz mal skizzieren, was wir da analysiert haben, was wir diskutiert haben und auch vielleicht auf Basis dieses Falles, wie könnte denn eigentlich ein Ablauf hier aussehen, ein strukturiertes Vorgehen aussehen, der sich auch auf andere Anwendungsfälle respektive Fragestellungen übertragen lässt. Warum ist es wichtig? Ich denke, der Kreis der hier anwesenden Personen, Ihnen ist das klar. Wir haben jetzt hier ein Umfeld, hier einen Finanzdienstleister dabei, Banker, Vermögensverwalter, Steuerberater, Rechtsanwalt und auch den einen oder anderen Notar, wenn ich richtig gesehen habe. Ich glaube, in der Praxis ist es jedem von uns klar, wo die Bedeutung liegt. Wir wissen aber auch alle, dass in der täglichen Arbeit operativ dann doch vieles untergeht. Und wir stellen häufig fest, dass der Kunde, der Mandant meint, der mein Steuerberater, der hat doch alle Unterlagen bekommen, die machen die Finanzbuchhaltung, die erstellen den Jahresabschluss, die bekommen alle Daten, was die Kapitaleinkünfte betrifft. Die müssten doch eigentlich proaktiv diese Themen sehen. Aber auch da wissen wir natürlich in vielen Fällen, oft haben wir Probleme, wir haben Personalknappheit, Digitalisierung und andere Aspekte, die häufig dazu führen, dass eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht so gelebt wird, einfach weil es an praktischen Themen scheitert. Die Fragestellungen, die sind, glaube ich, klar und liegen auf der Hand, aber in vielen Fällen stellen wir oft fest, dass Anleger diese gar nicht beantworten können. Also wie ist beispielsweise die Aufteilung des Gesamtvermögens? Das sieht trivial aus, aber Sie alle kennen das, wenn Sie wirklich mal erfassen, wo stehe ich eigentlich mit dem Vermögen, welche Vermögenswerte sind da noch steuerlich verhaftet, welche sind nicht steuerlich verstrickt, dann merken Sie schon, dass eine Vermögensbilanz nicht ganz so trivial in der Stellung ist. Dann, wie betrachte ich eigentlich Rendite, Risiko und Verfügbarkeit? Wir alle kennen dieses goldene Dreieck der Kapitalanlage.
Das finden Sie in vielen Broschüren. Aber wenn Sie mal fragen, wie ist denn das Vermögen heute strukturiert nach diesem Dreieck, dann in der Praxis kaum zu beantworten. Dann, was ist eigentlich gerecht im Rahmen der Vermögensverteilung, Stichwort auch Vermögensnachfolge innerhalb der Familie, was ist rechtlich sinnvoll, was ist wirtschaftlich möglich, wie beziehe ich die Kinder mit ein, mit ihren unterschiedlichen Interessen und Vorlieben und wie berücksichtige ich überhaupt das Unternehmen in der Struktur, wenn es um Anlageentscheidungen geht, also sprich, führt nicht eigentlich eine Investition in das eigene Unternehmen dazu, dass Ceteris Paribus die Risikoseite der konjunkturell abhängigen Kapitalanlagen reduziert werden muss, um die Gesamtrisikokomposition im Vermögen konstant zu halten. Dann Themenkomplex Steuern, ein großes Thema, Erbschaftssteuerlast. Ich glaube, auch das ein Aspekt, der liegt auf der Hand. Häufig wählen wir natürlich auch Wege um oder Vehikel des Gesellschaftsrechts, um die Vermögensübertragung und den Vermögensstrukturierungsaspekt so zu gestalten, wie man sich das wünscht. Auch die Frage, wann nehme ich eine Personengesellschaft, wann nehme ich eine Kapitalgesellschaft, brauche ich vielleicht verschiedene steuerliche Vehikel nebeneinander in Abhängigkeit der Steuerverstrickung der vorhandenen Wertpapiere oder Kapitalanlagen und in Abhängigkeit der langfristig geplanten Kapitalanlage. Auch das ein wichtiges Thema. Dann Gesellschaftsvertrag, Testament sind ja aufeinander abgestimmt. Das sind auch Basisthemen, die, glaube ich, jeder hier der Teilnehmer vom Zettel her kennt. Dann, wie sieht es mit Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüchen aus? Also auch hier die klassischen Fragen und die sind natürlich bei Unternehmern noch vernetzter zu betrachten. Und dann ein Aspekt, den wir oft sehen, ist, dass keine Liquiditätsplanung da ist. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir darüber diskutieren, ob Sie ein Netflix-Abo Premium oder ein Netflix-Abo Plus haben oder ob vielleicht Disney Plus gekündigt werden muss, wenn die Kinder älter als 16, sondern hier geht es wirklich um die Liquiditätsplanung, die Abbildung von Ausschüttungen aus der Gesellschaft. Wann fließt eigentlich was wohin? Kann ich mir eine Holding sinnvollerweise leisten oder landet ohnehin das Vermögen im Konsum? Dann brauche ich auch keine Holding. Wie sieht's mit Kapitalzusagen aus Private Equity aus? Wie modelliere ich den J-Curve-Effekt? Also da sind schon viele, viele Themen, die man berücksichtigen muss. Und vor allem Liquiditätsplanung wirklich ein essentielles Thema aus unserer Sicht, um auch in Stressphasen an den Kapitalmärkten sicherzustellen, dass nicht prozyklisch agiert werden muss. Deswegen, ich würde so weit gehen und zu sagen, die gute Liquiditätsplanung und deren Kommunikation legt den Grundstein dafür, die Kapitalmarktrenditen zu verdienen, die bei schwankungsreichen Kapitalanlagen auch langfristig möglich sind. Das Thema Haftungsfragen und Vermögensschutz, Asset Protection, da wird viel Schmu getrieben. Nicht jeder Anbieter, der mit dem Begriff Asset Protection rumläuft, den würde ich auch als kompetent einschätzen. Da werden häufig Strategien verkauft, die mehr dem Anbieter dienen als dem Beratenden. Aber auch die Fragen muss man stellen, ne? Wo trifft mich eine Insolvenz der Firma? Wie sieht es mit Haftungspotenzial in der privaten Situation aus? Wie sieht es eigentlich mit Haftungsansprüchen allgemein aus? Was ist mit Themen innerhalb der Familie, Thema Scheidung und ähnliches? Wo sind in welcher Höhe Zugewinnausgleichsansprüche vorhanden, wenn absehbar ist, dass sich die Ehe dem Ende neigt? Welche Vorkehrungen kann man denn da noch treffen? Und wer wird eigentlich durch wen beraten und wie ist die Interessenslage? Auch das ein Thema, wo wir gewisse Interessenskonflikte haben, durchaus zwischen den Ehepartnern. Und das ist auch immer eine Herausforderung für den Berater. Was offensichtlich ist natürlich, die Unternehmer, sie haben sehr viele Möglichkeiten zu entscheiden. Sie müssen aber selten jemand Rechenschaft ablegen. Von daher natürlich ein sehr hohes Gestaltungspotenzial, aber natürlich auch ein hohes Fehlerpotenzial. Und dementsprechend diese vernetzte und verknüpfte Betrachtung natürlich essentiell. Deswegen, wir sind ein großer Freund davon, Überlegungen aus der Lebensplanung in der Szenariotechnik der Finanzplanung zu modellieren, diese Auswirkungen auf Liquidität, Vermögensstruktur, Teilbarkeit des Vermögens und so weiter zu modellieren, bevor man die Entscheidungen trifft. Und dann haben Sie nämlich auch die Möglichkeit, das wirklich auch vom Erfolg zu messen. Und was wir in vielen Fällen sogar feststellen, ist, dass je mehr Berater involviert sind, dass es eigentlich nicht zu mehr Beratung führt, sondern immer zu Sollbruchstellen, weil eben die Kommunikation nicht so ausgestaltet ist, wie es sein sollte. Also da ist zwischen den Branchen schon noch sehr viel zu tun. Der Metzger hat ja ein komplexeres Beispiel dann dabei, aber
jetzt mal an einem simplen Beispiel dargestellt, wie komplex es sein kann, obwohl es oft simpel wirkt. Also nehmen wir die ganz klassische Kapitalanlage in der Kapitalgesellschaft. Da stellt sich ja die Frage, die Gesellschafter, haben die die gleiche finanzielle Risikobereitschaft? Wahrscheinlich eher nein. Der eine hat vielleicht Angst bei Schwankungen und für den anderen ist alles außer Gold und Aktien heute ein nominelles Geldversprechen. Da prallen natürlich Welten aufeinander, die müssen moderiert werden. Wie wird die Anlagestrategie umgesetzt? Einzelwerte, Stichwort steuerfreie Kursgewinne. Problem natürlich, Verluste zu 100% steuerlich irrelevant. Wie sieht es mit Streubesitzdividenden aus? Oder ist da vielleicht dann eigentlich ein Aktienfonds mit der Teilfreistellung besser? Also auch das muss diskutiert werden. Dann, Sie sehen es hier, das Thema Buchführungsaufwand. Was liefert die Depotbank oder anders formuliert im Betriebsvermögen? Eigentlich liefert sie ja so gut wie nichts. Also wie muss die Buchführungsqualität, die intern organisiert wird oder extern delegiert wird, wie muss die aussehen? Und vielleicht habe ich sowieso nur ein negatives Alpha aus der Aktienselektion. Und wenn ich ein negatives Alpha habe, dann würde ich vielleicht eher zu einem ETF raten und ich spare mir den Buchhaltungsaufwand. Also auch hier, Sie merken schon, da haben Sie unheimlich viele Themen und das ist jetzt ein relativ simples Thema noch. Und wenn Sie das mal etwas höher ansetzen, dann sind wir bei dem Aspekt mit, gibt es eigentlich eine Anlagerichtlinie? Im Betriebsvermögen ist die Anlagerichtlinie mit den Gesellschaftern abgestimmt. Gibt es vielleicht einen Finanzvorstand, einen kaufmännischen Leiter oder einen Geschäftsführer, der haftet? Hat der auch Anteile oder ist es ein Fremdgeschäftsführer? Also haben Sie unheimlich viele Themen, die, glaube ich, auch sehr deutlich machen, dass eben Kapitalanlage in einer Kapitalgesellschaft deutlich mehr Beratungspotenzial aufwirft, als nur einfach im Briefkopf, in der Anrede, die natürliche Person durch die GmbH auszutauschen. Also wirklich auf jeder Ebene unheimlich viel Bedarf und aus unserer Sicht auch noch sehr, sehr viel Optimierungs- und Professionalisierungspotenzial. Dann Konfliktpotenzial, auch das nur ganz kurz angerissen. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Habe ich eine Ein-Personen-GmbH, bei der der Gesellschafter, Geschäftsführer 100% der Anteile, 100% des Vermögens hält, dann wird dessen Meinung, dessen Risikobereitschaft, dessen Einstellung und Mentalität wird natürlich dominant sein. Etwas ganz anderes ist es, wenn ich natürlich einen Fremdgeschäftsführer habe, der gar keinen oder ein ganz anderes Karriere- und Rendite-Risikoverständnis hat. Oder habe ich vielleicht auch mehrere Gesellschafter, die ganz unterschiedliche Erwägungen auch haben, von den Ausschüttungen bis hin zur Vermögensstrukturierung. Also das Konfliktpotenzial muss man sich hier klar machen. Und deswegen, wenn wir uns das dann nochmal klar machen, dann wissen wir ja in vielen Fällen, dass natürlich der Unternehmer, die unternehmerischen Vermögen, die bekommen ja Prämien für eingegangene Risiken, weil sie bekommen alle Prämien der klassischen Kapitalanlage, Liquiditätsprämien, Illiquiditätsprämien. Sie hängen aber natürlich noch mit ihrem Humankapital im Unternehmen. Sie haben oft private Haftungen, vielleicht private Bürgschaften. Das Ganze ist noch kreditfinanziert und dementsprechend muss es natürlich auch so sein, dass der Unternehmer die höchste Wertschöpfung kreieren kann, wenn es denn funktioniert. Und Sie sehen es allerdings schon, das Unternehmen ist nicht diversifizierbar, es ist schlecht teilbar, der Wert ist sehr stark perspektivenabhängig, also die Betrachtung einzelner Gesellschafter, externer Berater und des Finanzamts, sie können hier sehr stark auseinandergehen und dann eben diese Komplexität aus dem gebundenen Kapital, dem Humankapital, den Einkommensströmen, der Fähigkeit, Rentenkapital aufzubauen, etwas, was wir im Praxisfall auch später noch sehen, das ist hier natürlich deutlich komplexer als bei einem Angestellten oder als bei einem Beamten. Persönliche Haftung haben wir angesprochen und deswegen die letzten beiden Punkte bringen es, glaube ich, gut auf den Punkt. Das eigene Unternehmen, das ist ein gehebeltes Klumpenrisiko, sowohl beim Einkommen als auch beim Vermögen mit potenziell persönlicher Haftung. Und daher resultiert natürlich auch dieser Bedarf an einer vernetzten Betrachtung der verschiedenen Perspektiven. Und am Ende, wer die größten Risiken trägt, der sollte natürlich auch das größte Renditepotenzial haben. Ich denke, das ist klar und das zeigt ja auch die Historie in vielen Fällen. Die meisten Größenvermögen sind über die Jahrzehnte oder auch über Familiengenerationen im unternehmerischen Bereich entstanden. Die Vernetzung sehen Sie hier aus der klassischen Darstellung. Wir haben links die Vermögensverwendungsseite, wir haben rechts die Mittelherkunft und auch das natürlich auch eine große Fragestellung. Was wird hier wie erfasst? Bei den Wertpapieren habe ich vielleicht
noch steuerfreie Wertpapiere aus der Zeit von vor 2009, Aktien. Vielleicht habe ich heute auch natürlich Fonds, da sind noch nicht versteuerte Erträge enthalten. Bei den Unternehmen habe ich ein großes Thema, vielleicht die GmbH für 25.000 Euro gegründet, heutiger Verkehrswert 10 Millionen, dann stecken da natürlich 9.975.000 Euro nicht versteuerte Gewinne drin, die ja spätestens beim Verkauf mit der Abgeltungssteuer steuerlich relevant sind. Also Sie merken hier schon, die Bilanz bei Unternehmern ein großes Thema und das muss natürlich alles hier vernetzt betrachtet werden. Soll man ein Cash-out wieder stattfinden, eine Refinanzierung, um die private Vermögensbilanz liquider zu machen. Also viele Themen, die hier dann in Einklang zu bringen sind. Und ich glaube, die Problematik ist klar, der Bedarf ist offensichtlich und nun anhand auch eines Falls aus deiner täglichen Praxis, Marco, natürlich interessant zu hören, was kann man da in der Praxis gestalten, welche Fragen kann man stellen und wo liegt dann auch konkret der Mehrwert in dieser Betrachtung? Ja, erstmal danke für die Herleitung, Christoph. Bevor wir eintauchen in die Tiefen, vielleicht erstmal kurz die Ausgangssituation bei unserem Praxisfall. Wir hatten eine Situation, dass eine Kundin, die hat vor ein paar Jahren die Firma ihres Vaters geerbt und übernommen und hat sich erst einmal, wie das, glaube ich, auch in der Natur der Sache liegt, auf das operative Fortführen des Unternehmens gestürzt. Sie ist alleinige Gesellschafter, Geschäftsführerin, ledig und hat zwei minderjährige Kinder. Das Unternehmen ist in drei Unternehmern gegliedert und eine Betriebsaufspaltung liegt ebenfalls vor. Die Situation des Unternehmens sah so aus und so sieht sie auch heute noch aus, dass es dem Unternehmen eigentlich dauerhaft finanziell die letzten Jahre sehr, sehr gut ging. Sie also ein sehr gutes Einkommen aus dem Unternehmen herausziehen kann und die Einnahmen privat die Ausgaben deutlich übersteigen. Von der Situation her war es eben so, jetzt nach einigen Jahren der Unternehmensführung hat der Steuerberater sie mehrfach darauf angesprochen, doch mal etwas fürs Alter zu tun, um privat etwas unabhängiger vom Unternehmen zu werden. Die Empfehlung hier war, kauf doch mal eine Immobilie. Die Kundin selbst sah in der Situation durchaus einen gewissen Klumpen auf sich zukommen, werden wir uns gleich im Rahmen der Vermögensbilanz anschauen, wieso. Das heißt, sie hat also selbst erkannt, hey, Immobilie schon wieder kaufen, vielleicht habe ich doch da schon genug. Daraufhin ist sie zu einem Versicherungsvertreter um die Ecke gegangen, der quasi auch fürs Unternehmen die ganze Sachversicherung etc. macht. Und der hat ihr, total überraschend, empfohlen, sich im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge aufzustellen, eine Unterstützungskasse abzuschließen in Kombination mit einer Direktversicherung. Auch da war es für die Kundin so, dass sie gesagt hat, ja, bin mir da nicht so sicher, ob das der richtige Weg für mich ist, sodass sie quasi im Umkehrschluss auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, könnt ihr nicht mal mit der Vogelperspektive draufschauen und mir jetzt sagen, was ich machen soll, weil der Versicherungsmann sagt, ich soll eine Versicherung abschließen, der Steuerberater, der sicherlich nett meint und wenig Eigeninteresse hat, aber er sagt auch ganz klar, ich soll eine Immobilie kaufen. Irgendwie hat das Ganze für mich nicht so richtig Hand und Fuß und passt das überhaupt zu mir und meinen Vorstellungen. Wie schon gesagt, sie hat vor einigen Jahren die Firma das Vaters übernommen, hat sich bisher schwerpunktmäßig aufs Operative gestürzt, hatte bisher auch wenig Gelegenheit bzw. keinen Kopf dafür gehabt, sich um eigentlich ja sehr wichtige Fragestellungen zu kümmern, wie zum Beispiel die Vertretungsregelung innerhalb der Firma. Was passiert eigentlich, wenn ich als alleinige Gesellschafter Geschäftsführerin mal vor die Wand fahre oder vielleicht dauerhaft einfach nur krank bin? Sie ist eine sehr konservative Person bisher gewesen und hat auch, was das Firmenvermögen angeht, Christoph hat uns ja gerade die typische Bilanz eines Unternehmens gezeigt. Bei ihr ist es relativ einfach, dass die Firma hat kaum Kredite, ist eigenkapitaltechnisch gut ausgestattet und hat jährlich Überschüsse. Und diese Überschüsse hat die Kundin genutzt und hat das Geld dauerhaft im Firmenvermögen angehäuft und hat das auf dem Girokonto bzw. auf Festgeldkonten geparkt und angesammelt. Das heißt, Christoph, könntest du eine Seite weitergehen? Danke. Wenn man sich die Bilanz auf der privaten Seite anschaut, sieht es bei der Kundin so aus, dass sie einerseits zwei Immobilien hat. Das ist ein eigengenutztes Haus. Das teilt sie sich mit ihrer Mutter.
Auf der anderen Seite gehört ihr noch 50% einer Ferienwohnung. Die anderen 50% liegen ebenfalls noch bei der Mutter. Es gibt auch privat die gleiche Situation wie im Unternehmen. Die Gelder, die die Dame in den letzten Jahren angesammelt hat, hat sich sehr stark, sehr konservativ auf verschiedenen Festgeldkonten angelegt. Ein kleines Depot hat sie noch bei ihrer Hausbank abgeschlossen. In diesem Depot sind so, ich sage jetzt mal, die typischen 0815 Fonds zu finden gewesen, die der Banker eben gerade zu dieser Zeit verkaufen wollte. Auf der anderen Seite haben wir hier recht konservativ mal die Unternehmen bewertet, einfach um Ihnen darzustellen, was das Unternehmen von der Gewichtung her durchaus auch ausmacht, wenn man sich die Bilanz dieser Kundin anschaut. Weil es ist klar, solange es dem Unternehmen gut geht, geht es der Dame gut. Wenn das Unternehmen irgendwann in schwierigere Fahrwasser kommen sollte, kann sich natürlich an der komfortablen Ausgangssituation auch mal etwas ändern. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, die Kundin selbst ist quasi Einzelkind. Ein Großteil des Familienvermögens liegt noch eine Ebene drüber bei der Mutter. Und die Mutter selbst hat einen Großteil des eigenen Vermögens ebenfalls in diversen Immobilien investiert. Beziehungsweise das, was nicht in Immobilien investiert ist, ist ebenfalls, es wird Sie nicht überraschen, in verschiedenen Festgeldkonten angelegt. Das heißt, wenn wir uns die private Bilanz nicht der Mandantin, sondern der gesamten Familie anschauen, dann gibt es zwei große Klumpen. Das eine ist eben das Immobiliensachwertvermögen. Auf der anderen Seite haben wir das Unternehmen ganz unten. Und in der Mitte finden wir noch das liquide Vermögen, was dann wiederum zu 90% quasi in den Festgeldkonten investiert ist. Daraus ergibt sich eben natürlich auch die Fragestellung, wenn die Kundin denn mal erben wird, wie gesagt, sie ist Alleinerbin, dann wird sich für sie privat natürlich das Immobilienvermögen total anhäufen. Woraushin, was auch die Überlegung der Kundin selbst erklärt, ist es jetzt wirklich für mich sinnig, tatsächlich nochmal eine Immobilie zur Vermietung für die Altersvorsorge zu erwerben. Was wir mit ihr gemacht haben, war, wir sind ganz klassisch rangegangen, haben gesagt, lass uns doch mal versuchen, einen roten Faden in deine Finanzplanung reinzubringen. Dazu gehört aus unserer Sicht, dass man im ersten Schritt, wie wir es gerade schon in einer leichten Version versucht haben, rauszuarbeiten, mal hergehen und einfach die bestehende Vermögensstruktur analysieren. Ne? Wie sieht diese Struktur heute aus? Und wie sieht sie vielleicht in ein paar Jahren aus, wenn nämlich ganz offensichtlich bei der Kundin im Normalfall irgendwann auch das Familienvermögen, sprich das Vermögen, was heute noch der Mutter gehört, ebenfalls dazu kommt? Wo liegen die Stärken, Schwächen dieser Vermögensstruktur? Auf der anderen Seite macht aus unserer Sicht immer Sinn, eine sogenannte Liquiditätsplanung, also mal Einnahmen, Ausgaben gegenüberzustellen und zu schauen, wo geht denn die Reise, wenn man das Ganze nach vorne hochskaliert, denn hin? Wir haben mit der Kundin ebenso einige Grundlagen der Vermögensstrukturierung und der Risikovorsorge besprochen. Das sind so ein bisschen die Themen, die Christoph Leichtweis in dem ersten Teil vorhin angesprochen hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, jeder Mensch hat seine eigenen Risikomerkmale. Jeder Mensch tickt anders, wenn es um Risikofragestellungen angeht. Und die Kundin hat eben in der Vergangenheit für sich beantwortet, ich bin ein konservativer Mensch, ich weiß, ich habe viel Risiko im Unternehmen, also möchte ich privat eben möglichst Risiken vermeiden und bin eben hergegangen und habe hauptsächlich meine Gelder, egal ob fürs Unternehmen oder privat, in Festgeldkonten geparkt. Was natürlich wieder andere Problemfelder aufwirft, weil man plötzlich vielleicht doch sehr einseitig aufgestellt ist, was das liquide Vermögen angeht. Das Depot war an der Stelle etwas zu vernachlässigen, weil es einfach ja, vom Gesamtvermögen relativ wenig ausmacht. Trotzdem hat es natürlich für uns Sinn gemacht, einfach mal zu analysieren, was hat sie da für Werte drin? Wie ist das Depot strukturiert? Wie hat sie Entscheidungen getroffen? Wie gesagt, in dem Fall waren es typischerweise die 0815 Fonds der Hausbank, die unterm Strich relativ teuer natürlich auch sind, was die jährliche Verwaltungsvergütung angeht. Das Thema Altersvorsorge haben wir als Exkurs nochmal behandelt. Weil wir natürlich gesagt haben, hey, wenn sie da schon Angebote vorliegen hat von einem Versicherungsvertreter, macht es natürlich auch Sinn, hier mal etwas genauer hinzuschauen und der Kundin nochmal genauer zu erklären, was hat sie da überhaupt und warum sollte sie das tun? Was sind die Vor-, was sind vielleicht auch die Nachteile? Das heißt, im letzten Schritt gab es natürlich erstmal den Aspekt, hier die wichtigsten Rahmenbedingungen herauszuarbeiten und dann weiter entsprechend zu priorisieren und vorzugehen, weil es von der Grundfallkonstellation kein Thema war, was man in zwei Gesprächen abgehandelt haben wird.
Genau, wenn wir eine Seite weiterschauen, das war mal einfach eine einfache Darstellung, was wir herausgearbeitet haben anhand der Vermögensstrukturanalyse. Das heißt, wenn man mal alle Vermögenswerte nimmt, die heutigen Vermögenswerte noch ohne das künftige Familienvermögen von Seiten der Mutter, dann ist bei der Dame anhand der Kennzahlenanalyse relativ schnell und einfach ja zu erkennen, wo die Stärken, Schwächen der Struktur liegen. Grundsätzlich hat sie natürlich erstmal ein recht risikobehaftetes, obwohl sie ja eine konservative Anlegerin ist, aber eigentlich eine recht risikobehaftete Vermögensstruktur, eben aufgrund der Größenordnung, wie viel macht das Unternehmen denn aus? Was passiert in der Struktur, wenn das Unternehmen, wenn es dem Unternehmen gut geht oder wenn es dem Unternehmen vielleicht mal schlecht geht? Auf der anderen Seite ist natürlich eine Schwäche in dieser Struktur das Thema Verfügbarkeit. Sie hat Immobilienvermögen, die sind nicht von heute auf morgen verfügbar. Sie hat das Unternehmen, da ist überhaupt kein Verkauf die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte geplant. Das heißt auch hier das Thema, was ist eigentlich, wenn privat mal irgendwo Geld benötigt wird, wenn das Unternehmen Geld braucht und die Dame vielleicht noch mal investieren möchte ins Unternehmen, wie flexibel ist sie da aufgestellt? Das ist natürlich ein Thema, wenn man es nach Prozenten gewichtet, wo durchaus, ich sage jetzt mal, 65, 70% des Vermögens eher weniger flexibel sind. Das heißt, vielleicht noch eine Seite weiter, Chris. Genau. Wenn wir uns das Thema Vermögen und Vermögensentwicklung anschauen, ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wie vorhin skizziert, die Dame hat jährlich einen ordentlichen Einkommensüberschuss. Wir haben ein relativ großes Vermögen, was im Normalfall, wenn es der Firma gut geht, auch weiter ansteigen sollte. Das heißt, in der normalen Finanzplanung nach vorne gerichtet, würde das Vermögen, das ist so die hellgrüne Linie, dauerhaft steigen. Und irgendwann kommt der Moment, da geht die Dame in Ruhestand. Dann kann es durchaus mal sein, wenn sie den heutigen Lebensstandard beibehält, dass die Ausgaben auch plötzlich anfangen, die Einnahmen zu übersteigen. Aber ich sage jetzt mal, in einem normalen Verlauf wird die Dame niemals in ein Vermögensproblem hineinkommen. Wenn Sie sich die graue Linie anschauen, das ist quasi der Liquiditätsüberschuss plus die Rendite, die die Dame mit dem liquiden Vermögen aktuell noch erzielen kann, sieht man auch hier einen stetigen Anstieg bis zum Moment des Ruhestands. Aber auch danach ist es so, dass eigentlich kein Liquiditätsproblem zu erwarten ist, weil die Dame sowohl genug Vermögen hat, um ihr Leben zu finanzieren, als auch einen Lebensstandard, den sie sich durchaus relativ locker leisten kann. Ja, und solange sich daran nichts verändert, kann man hier von einer sehr komfortablen Ausgangssituation sprechen. Das heißt für uns natürlich auch die Fragestellung, was kann denn schieflaufen für die Dame, damit sich an dieser heutigen, wahrscheinlich auch künftigen, komfortablen Ausgangsstellung nochmal etwas verschlechtert. Wenn wir das Ganze jetzt gleich im Fazit uns mal anschauen, hat das Gesamtbild also für uns diese komfortable Ausgangssituation offengelegt und daraus eben auch eine Überlegung aufgeworfen, die die Dame sich bisher noch gar nicht gestellt hat, nämlich, ja, wenn es mir selbst so gut geht und ich mehr Vermögen habe, als ich eigentlich selbst wahrscheinlich in meinem Leben ausgeben werde und ich vielleicht auch mehr Einnahmen habe, als ich eigentlich brauche, dann stellt sich ja die Frage auf, soll ich nicht vielleicht heute schon den einen oder anderen Freibetrag ausnutzen, die Kinder ein bisschen reinbinden ins Familienvermögen. Auf der anderen Seite haben wir bei der Dame einen jährlichen Liquiditätsüberschuss von 95.000 Euro. Da haben wir mal die Frage aufgeworfen, wenn der denn da ist, wo ist denn das Geld die letzten Jahre eigentlich hingegangen? Hat das dazu geführt, dass tatsächlich die Festgeldkonten sich ausgebaut haben? Oder ist vielleicht doch mehr ausgegeben worden, als man das also vom Blatt Papier her annehmen dürfte? Ja. Langfristig sind hier die Übertragung der Vermögenswerte der Mutter noch zu erwarten. Die Mieteinnahmen stellen hier einen zusätzlichen Puffer dar, den wir in der eben dargestellten Entwicklung noch gar nicht berücksichtigt hatten. Deswegen, wie gesagt, sehr komfortable Ausgangssituation, relativ großes Immobilienvermögen. Deswegen der logische Schritt der Kundin zu sagen, macht es für mich wirklich Sinn, noch eine Immobilie zu kaufen? Aus unserer Sicht ist das große Thema bei der Dame, die hat sich bisher relativ wenig um Absicherung, Vertretungsregelungen gekümmert und hat eine Situation, dass viele Einnahmen eben auch miteinander verknüpft sind. Weil was noch dazu kommt bei der Dame, der Lebenspartner arbeitet ebenfalls im gleichen Unternehmen.
Durch die Betriebsaufspaltung ist es so, dass ein Teil der Einnahmen eben ebenfalls wieder vom Unternehmen gezahlt werden, nämlich die Mieten, was das Grundstück und die entsprechende Firmenstruktur angeht. Das heißt, hier haben wir ein Thema plus natürlich Ihr eigenes Einkommen. Das heißt, natürlich hängt da momentan viel daran, dass es dem Unternehmen auch in Zukunft gut gehen wird. Die Fragestellung sollte natürlich sein, wie kann man es schaffen, diese etwas unflexiblere, recht einseitige oder mit dem Immobilienvermögen vielleicht auch zweigeteilte Vermögensstruktur künftig etwas flexibler zu gestalten, um einfach ja variabler zu sein, um vielleicht auch Vermögen in Anführungszeichen in Sicherheit zu bringen, falls es irgendwann doch so kommen sollte, wie es niemand hofft, dass es auf Seiten der Unternehmensführung, aber dass das Unternehmens etwas schlechter wirtschaftlich laufen sollte oder die Dame vielleicht krank wird. Wie ist die Nachfolge überhaupt geregelt? Ja. Das heißt, die Absicherung, Vertretungsregelung hier aus unserer Sicht ein ganz essentielles Thema. Natürlich macht es hier Sinn, auch die Altersvorsorge, Stichwort Liquiditätsmanagement, einfach etwas variabler aufzustellen, um auch in Zukunft nicht zu einseitig abhängig zu sein davon, was passiert eigentlich mit dem Unternehmen. Kann ich es irgendwann verkaufen? Das ist ein recht spezielles Unternehmen. Das heißt, die Fragestellung ist ja immer auch, finde ich von außen jemanden, der das Unternehmen so, wie ich es mir vorstelle, vielleicht irgendwann fortführen möchte, falls es die nächste Generation nicht ist. Vielleicht liegt die Lösung auch hier innerhalb der Familie, aber das sind natürlich aus heutiger Sicht Risiken, die man durchaus identifizieren und zumindest mal besprechen sollte. Genau, das heißt, die Themen, die wir hier analysiert und diskutiert haben, haben wir im Folgenden dann mit der Dame auch besprochen. Kernfrage war aus unserer Sicht, ja, die letzten Jahre hat sich ein relativ hoher Liquiditätsaspekt in der Firma angehäuft. Das Vermögen in der Gesellschaft ist gewachsen und die Kundin hat es im Rahmen der Gesellschaft immer wieder in Festgeldkonten investiert, einfach um hier so ein bisschen dem Sicherheitsaspekt nachzukommen. Gleichzeitig hat die Kundin im Gespräch geäußert, dass sie eigentlich Angst hat vor Haftungsthemen, denen sie sich aber eigentlich noch gar nicht gestellt hat. Und ein Haftungsthema ist natürlich, wenn ich immer wieder im operativen Unternehmen Vermögen wachsen lasse. Ja, und ich habe tatsächlich mal ein Haftungsthema, was das operative Unternehmen trifft, dann habe ich natürlich auch automatisch die Haftungsmasse im Unternehmen wachsen lassen, sodass sich natürlich hier durchaus die Frage stellt, was ist tatsächlich an Vermögen im Unternehmen notwendig? Wie viel Rücklage und Puffer wird hier denn benötigt? Und ist es nicht vielleicht sinnig, Geld einfach auch schon ein Stück weit auszuschütten aus dem Unternehmen, um es in Anführungszeichen in Sicherheit zu bringen? Genau. Gehen wir eins weiter, Chris. Genau. Das heißt, grundsätzlich haben wir hier der Kundin erst nochmal einiges an Möglichkeiten aufgezeigt, weil sie hat ja sowohl die Möglichkeit, innerhalb der Firma das Vermögen zu belassen, es vielleicht nicht dauerhaft auf verschiedene Festgeldkonten zu parken, sondern sie kann es ja auch innerhalb der Firma entsprechend anlegen, ein Portfolio aufmachen. Die Lagerung ist in Deutschland, in der Schweiz möglich, um hier vielleicht Geld auch einfach ein bisschen besser arbeiten zu lassen und besser innerhalb des Unternehmens zu strukturieren, auf breitere Beine zu stellen und entsprechende Teilfreistellungsmöglichkeiten auszunutzen. Auf der anderen Seite hat sie die Möglichkeit, das Geld eben auszuschütten, in die private Sphäre zu bringen und hier weiter mit dem Kapital zu arbeiten. Hier haben wir ja auch die Möglichkeit, Geld, ich sage jetzt mal, bei einem Portfolio in Deutschland zu lagern. Es kann in der Schweiz gelagert werden. Es kann in Aktien, Immobilien, Anleihen, verschiedene Strukturen investiert werden, hin zu physischen Edelmetallen, die in der privaten Sphäre wieder mit anderen Spekulationsfristen als behaftet sind. Das heißt, grundsätzlich steht ihr da erstmal ein großer Flickenteppich an Möglichkeiten zur Verfügung. Ergänzend auch diese Aspekte der Altersvorsorge. Wie gesagt, ihr lag hier ganz konkret ein Angebot einer Unterstützungskasse und einer Direktversicherung vor. Auch eine Pensionszusage wäre für die Dame als Gesellschafter, Geschäftsführerin natürlich möglich. Und all diese Themen haben wir erstmal nebeneinander gestellt und haben sie mit ihr diskutiert, weil aus unserer Sicht diese 0815-Lösung zu sagen, du musst jetzt Altersvorsorge machen und das muss die Unterstützungskasse sein, die war für uns hier gar nicht so offensichtlich, weil das Thema Flexibilität eigentlich das Wichtigere erschien, mit der grundsätzlich zusätzlichen Überlegung zu sagen, na, macht es nicht vielleicht Sinn, die Kinder schon ein Stück weit einzubinden in die Vermögenswerte? Genau.
Vielleicht, was hier noch ganz interessant ist, Marco, diese Thematik mit, wir schütten zwar aus der Firma aus, aber haben eine separate Anlagestrategie als Rücklage im Privatvermögen, um der Firma nochmal Liquidität bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz interessanter Punkt. genau, also was wir hier quasi mit der Kundin herausgearbeitet haben im Ergebnis, dass wir ausgeschüttet haben, dass wir einen Teil als mittellangfristige Kapitalanlage, Stichwort Altersvorsorge, quasi langfristig investiert haben. Was wir aber ebenfalls gemacht haben, war, dass wir quasi definiert haben, wie hoch soll eigentlich der Teil auch im Privatvermögen sein, der als Rücklage dient. Rücklage für den Fall der Fälle, dass eben privat mal etwas ansteht, Kind wird krank, Waschmaschine geht kaputt and so on. Oder eben, dass die Firma Kapital braucht und die Dame vielleicht die Notwendigkeit sieht, hier nochmal Geld in die Firma einzubringen, über welche Form auch immer, sei es ein Darlehen, was sie der Firma zur Verfügung stellt. Und das war dann ein Teil, der dann auch privat sehr, sehr konservativ angelegt wurde im Rahmen einer sogenannten Rücklagenstrategie im Depot. Genau. Zum Thema betriebliche Altersvorsorge haben wir mit ihr die Fragestellung geworfen, warum sollte sie das überhaupt tun? Wir haben vorhin gesehen, die Dame hat von der Erwartungshaltung her nicht nur heute, sondern auch in Zukunft wahrscheinlich dauerhaft einen relativ hohen Steuersatz, weil dadurch, dass sie über relativ hohes Immobilienvermögen verfügt, sind auch in Zukunft, sprich auch im Rahmen der Altersvorsorge, relativ hohe Einnahmen zu erwarten. Sodass natürlich wir hier die Situation haben, häufig haben wir bei der betrieblichen Altersvorsorgung die Situation, dass man es macht, weil man erwartet, im Alter einen niedrigeren Steuersatz zu haben, als während der Erwerbszeit, wo typischerweise das zu versteuernde Einkommen um ein X-faches höher ist als später im Rahmen des Alters. Dieser Sachverhalt entfällt natürlich in dem Moment, wo auch im Alter sehr hohe Einnahmen zu erwarten sind, und ich plötzlich nicht die Situation habe, heute irgendwo im Spitzensteuersatz zu sein und im Alter vielleicht auf 30% runterzufallen, sondern das ist eine Situation, die wir hier nicht erwarten können. Das heißt, was als Argument für die betriebliche Altersvorsorge letzten Endes übrig geblieben ist, ist das Thema Steuerstundungseffekt. Ich spare heute aus dem Brutto, lasse also mehr Geld für mich arbeiten und versteuere später erst im Alter, wenn ich entsprechend die Einnahmen dann tatsächlich auch überwiesen bekomme. Dieser Steuerstundungseffekt greift aber auch nur dann, wenn ich es tatsächlich schaffe, mit meiner Anlage einen positiven Effekt zu erreichen, nämlich dass die Rendite nach Kosten und Inflation, die diese Kapitalanlage erzielt, entsprechend immer noch positiv ist. Nur dann kommt es ja zu einem positiven Steuerstundungseffekt. Und das haben wir hier mal in Frage gestellt, weil was der Versicherungsvertreter vorgeschlagen hatte, war eine ganz klassische Lebensversicherung bei einem großen deutschen Konzern. Und diese klassische Lebensversicherung muss zu 80% ihr Kapital am, ich sage mal, sicheren Zinsmarkt, am Anleihemarkt deutscher Staats- und Unternehmensanleihen investieren, wo man natürlich die Frage aufwerfen muss, ist eine solche Strategie in der heutigen Zeit tatsächlich nachhaltig in der Lage, nach Kosten, nach Inflation wirklich einen positiven Effekt beizuführen. Das war die Diskussion. Natürlich hat man hier auch Möglichkeiten, einfach eine etwas andere Anlagestrategie zu wählen, vielleicht die Anlagestrategie etwas offensiver zu gestalten, als es bei diesen klassischen Lebensversicherungen der Fall ist. Aber das war für uns erstmal die grundsätzliche Fragestellung, warum sollte diese Dame überhaupt betriebliche Altersvorsorge machen, wenn wir denn eigentlich definiert haben, dass das Thema Flexibilität vielleicht eine sehr wichtige Rolle spielen sollte. Genau. Vielleicht zu guter Schluss nochmal, Sie sehen, es war viel hätte, wäre, wenn. Es ist natürlich immer eine sehr große Diskussion, die man führt, weil am Ende gibt es nicht immer diesen einen Weg, der richtig ist, sondern am Ende gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Stellschrauben und das gilt es natürlich auch mal miteinander zu diskutieren. Und das war unser Ziel in diesem Kundenfall, dass wir gesagt haben, wir werfen mal die wichtigsten Aspekte auf, zeigen Vor- und Nachteile auf und diskutieren am Ende des Tages danach mit der Dame, welchen Weg wollen wir denn
gemeinsam gehen, wo können wir unterstützen und wo gilt es vielleicht auch wieder den Ball zurückzuspielen und den Steuerberater oder auch den Rechtsanwalt mit einzubinden in diese Diskussion, weil am Ende ist es ein relativ großer Flickenteppich an Themen, die man hier, die wir auch bis heute noch nicht komplett beendet haben. Und das wollten wir Ihnen hier jetzt nochmal darstellen, die verschiedenen Dimensionen, die man beachten sollte in diesen Diskussionen. Weil der Steuerberater achtet immer sehr stark auf das Thema Steuer, wie vorhin dargestellt, der Allianzvertreter, in dem Fall war es die Allianz, sagt, du musst unbedingt eine Versicherung machen und mach doch die Unterstützungskasse. Aber die ganzheitliche Betrachtung, persönliche Aspekte, die hier mit einfließen, Kosten, die mit einfließen und sei es mal Aspekte wie einfach nur die Flexibilität in der gesamten Vermögensstruktur, das sind natürlich eigentlich die wesentlichen Parameter, die man herausarbeiten sollte, um dann gemeinsam zu überlegen, wie bekommen wir den roten Faden hinein, sodass am Ende die Dame quasi auch alle wesentlichen Aspekte für sich abgedeckt hat, dass die Nachfolge herangeführt wird und dass in dem Fall ebenfalls ganz wichtig Vertretungsregelungen getroffen werden, um diese Abhängigkeit von ihr als Person, als Hauptperson im Unternehmen entsprechend ein bisschen zu reduzieren. Genau, das mal zum Thema Praxisfall. Ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt sowohl im Theorieteil als auch im Praxisfall mal viele Fragestellungen aufgeworfen. Kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Frage bei Ihnen aufgetreten ist. Die können wir natürlich gerne auch im Nachhinein im Vier-Augen-Gespräch miteinander besprechen. Aber wer möchte, hat rechts oben auch die Möglichkeit im Chat quasi jetzt Fragen zu stellen, auf die wir natürlich gerne versuchen einzugehen. Ja, vielen Dank, Marco. Ich glaube, ein guter Punkt, um auch nochmal, vielleicht nochmal da noch konkret, an manchen Stellen ein bisschen konkreter zu werden. Also bei dem Beispiel Unterstützungskasse, wenn wir mal dabei bleiben, der steuerlich-rechtliche Durchführungsweg ist ja typischerweise immer identisch, aber die Ausgestaltung der Kapitalanlagen und das Wechselspiel von Anlagestrategien zu Garantien, da ist ja dann auch im Detail viel zu beachten. Könntest du das vielleicht nochmal skizzieren, dass man das nochmal ein bisschen greifbarer macht? Ja, bei der Unterstützungskasse, ich hatte es gesagt, der konkrete Fall, der vorlag, war, dass die Dame vom Vertreter empfohlen bekam, mach doch natürlich bei unserer Gesellschaft eine Unterstützungskasse. In dem Fall war es der klassische Weg, sprich eine Anlagestrategie, die zu 80% in Anleihen, sprich am Zinsmarkt investiert und nur mit 20% letzten Endes am Sachwertmarkt, sprich in Aktien, Immobilien, Private Equity etc. investieren kann. Und das ist dann natürlich durchaus eine Möglichkeit, die man auch etwas variabler gestalten kann, weil was wir typischerweise sehen, ist, dass Unterstützungskassen schon auch eine gewisse Garantie mit eingebunden haben müssen. Diese Garantie muss aber nicht zwingend bei den hier vorgeschlagenen 80% stehen, sondern man bekommt das auch hin, quasi so eine Unterstützungskasse umzusetzen mit einer Strategie, die vielleicht zu 50% eine Garantie abbildet und die anderen 50% etwas flexibler am Kapitalmarkt arbeiten lassen kann, was natürlich wieder offen, in dem Fall haben wir noch etwa 20, 25 Jahre Laufzeit bis zum Ruhestandsalter vor uns. Das heißt, es erhöht natürlich durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit so einer Strategie im Nachhinein dann tatsächlich nach Inflation und Kosten zu einer positiven Rendite kommen. Vielleicht nochmal explizit zu sagen, die Garantien, die die verschiedenen Anbieter vorsehen im Rahmen des Durchführungswegs Unterstützungskasse, sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist die Frage, haben Sie einen Hybridtarif, bei der der Wechsel zwischen defensiver und offensiver Anlage vom Versicherer passiert, meistens prozyklisch, oder ob es dann eher Sinn macht, eine Garantie darzustellen, die so niedrig ist, dass relativ wenig im sogenannten Sicherungsvermögen landet und der Rest zum Beispiel in einer ETF-Strategie. Und dann haben Sie teilweise sogar je nach Bundesland nochmal unterschiedliche Themen, was den Gestaltungsspielraum der Unterstützungskasse zulässt. Also da können Sie durchaus Unterschiede zwischen den Bundesländern haben, die dann aufgrund des geforderten Niveaus der Garantie für die Unterstützungskasse zu unterschiedlichen Tarifen führt, was dann natürlich in der hochgerechneten Differenz bei diversen Kapitalmarktannahmen eine große Differenzierung bringt. Ihnen einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss.